Servus Leute und herzlich willkommen zu Unity Build. Heute mal ganz besonders mit jemandem dabei, nämlich den Broten. Ja, so Soos. Sieht's aus. Hey, Soos. Genau, bei uns ist es der 12. Part, glaube ich. Wow. Ja. Ich häng hart hinter euch. Echt? Welcher Part ist es bei dir? Das müsste der 10., 9., 10. sein. Okay, ja, ist doch nicht so viel, ne? Ja, ist echt nicht ja, so viel. Dafür, dass hier, ne? Wir noch so am Anfang stehen, ist das nicht schon viel. Naja. Ich habe euren Rat befolgt, ich habe Fackeln in mein Haus gemacht. Haben wir das gesagt? Stimmt, ja, wir sind hier rausgekommen, ne? Sehr schön sieht es bei dir aus, ne? Da ist der Cobblestone. Oh, das sieht man ja echt, ne? Tja, ah, Ilos. Ist doch super. Ist aber ein geiles Haus auf jeden Fall. Das war echt krass, mit den zwei verschiedenen Farben und so. Ja, taugt ziemlich, ne? Und du hast das ja, mit Kuhfarben, ne? Ja, ist auch nicht aus Versehen passiert, dass ich da zwei verschiedene Farben gemacht habe. Das sind Kühe. Hab ich mir fast gedacht. Ja, die Kühe könnt ihr, wie gesagt, ne? Bedient euch, aber farmt sie nach. Also ja, klar, ich hab grad keinen Weißen. Wer hat denn da Schafe reingebracht? Keine Ahnung. geil. Okay. Also ich habe zwei Schafe auch. Also das war natürlich geplant. Mhm, ja, ist doch super. Alles geplant. Ja, wir wollen diese Folge mal ein bisschen Dekoration und so machen, haben wir uns gedacht, ne? Ja, genau. Gehört die eigentlich diese Kiste hier vorne? Weil die kann man irgendwie nicht mehr abbauen. Wem gehört die eigentlich? Nein, die ist auch gesperrt bei mir. Seltsam. Wir haben einfach nicht diese Nether-Festung gefunden. Wir haben, glaube ich, eine ganze Folge nach der Nether-Festung gesucht und haben sie nicht gesehen. Ja genau, das war ein bisschen fail, da bin ich noch gestorben in der Hölle. Also die kommt dann heute online. Oder der ist, glaube ich, gerade eben online gekommen, stimmt ja, um 18 Uhr. Ihr wart natürlich im Nether. Ja genau. Ja. Natürlich. Kein Problem, ne? Hä? Also ich war das längste so mal eine Folge unter der Erde. Okay. Bisher. Ja, wir haben... In meinem ganzen Unity-Bild. Ey gut, da ist ein Huhn. In unserem Zaun-Ding. Nice. Ja gut, dann bauen wir mal so ein bisschen Innenrichtung, ne? Was haben wir uns da überlegt? Wirklich, was ich mir überlegt. Habt ihr eigentlich schon die mal so eine Festung, so eine Wasser-Dungeon gesehen? Ja, im Singleplayer, ich hab mir das mal ganz kurz angeschaut, aber die sind glaube ich recht selten, oder? Ja, die sind wahnsinnig selten. Ich weiß nicht, ich will irgendwie mal einen finden, ich habe noch nie einen im richtigen Spiel gefunden. Ja, müsste man mit dem Boot einfach rumfahren und dann sieht man das glaube ich eh, weil dann erschrickt man sich irgendwie von so einem Monster oder so, hab ich gehört. Was meint ihr für eine Festung? Unterwasserfestung. Ja, so eine... Ah, okay. Genau. Da gibt's ja so einen neuen Stein, der so... Wie heißt das nochmal? Prismarin oder so? Ach, keine Ahnung, ich habe mich da ehrlich gesagt überhaupt nicht mit auseinandergesetzt. Okay. Ich habe nur sehr in eurer Folge darüber lachen müssen. Aber was war denn das? Godspeed Egg wusste irgendwas überhaupt nicht. Schallplatten, genau, das Schallplatten. Achso, ja, mit den Creepern, ne? Ja, klar, das. Stimmt, eigentlich weiß man das schon, ne? Ja, irgendwie ist es ja schon seit der Alpha irgendwie drin. Ja, eigentlich schon. Unsere Kisten sind doch echt gut sortiert, muss man sagen. Meine Allee ist gewachsen, ich bin froh. Das ist eine Allee. Zwar abgrundtief. Ja, guck mal, hier der Weg am Strand. Ich habe da so ein bisschen Bäume gepflanzt. Da hat zwar schon jemand fleißig Ablagen. Ich schlag da auch noch mal ein bisschen mit ab. Ist nicht ja, so aber ganz sonst kommt enges. Man ja nicht durch. Naja. Aber es schaut cool aus auf jeden Fall. Haben wir ein bisschen mehr. Ich will jetzt gucken, ob Anka wie was gemacht hat. Ich habe ihr ja versprochen, jede Folge, wenn ich aufnehme, bei ihrem Haus vorbeizugucken. Okay. Dass ich nicht mehr da befinde, wo es sich befunden hat. Okay, dann eben nicht. Was bei den anderen Menschen passiert hier? Alter. Achso! Ich glaube, ich laufe gerade auf ihrem Haus. Was hat die denn überhaupt für ein Haus? Aktuell sieht das Ganze nach Bricks aus. Das hier? Ja, ich glaube schon. Hier in der Nähe war zumindest früher ihr Haus. Okay, back to work. Habt ihr gewusst, dass man mit Seite 1.8 den Chat, die Chatgröße in Breite und Höhe einstellen kann? Nee. Das ist total nützlich. Achso, doch, kann man, ja. Ich habe das auch ein bisschen eingestellt, ja. Also, dass es ein bisschen kleiner ist, damit es nicht so fett ist, fand ich, aber... Ich habe es bei mir so eingestellt, dass es nicht mehr über die Nahrungs- und Lebensleiste der Chat drüber geht und so, dass man das da nicht mehr überdeckt wird. Das ist total nützlich. Ah, und? Ich habe von einem Trick mitbekommen. Moment. Der ist super. Wenn ihr was verzaubern wollt, legt immer erst ein Gold-Tool von der entsprechenden Gegenstand rein... Und dann die anderen Tools. Die Enchantments bleiben ja im Verzauberungstisch drin. Okay. Und die bleiben drin, wenn die Toolart die gleiche ist. Und wenn und ihr bei Gold ist es dann besser, nehmt, oder? Habt ihr die höchste Chance auf die guten Verzauberungen. Ah, ein gut zu wissen eigentlich. Und dementsprechend erst Gold reinlegen und dann, also das Goldwerkzeug am besten gar nicht benutzen, sondern einfach nur reinlegen, damit man halt ein Goldwerkzeug da reingelegt hat, um gute Verzauberungen zu bekommen und dann halt das andere, was man da haben will, reinlegen. Okay. Ja, das wusste ich überhaupt nicht. Nee, wusste ich auch nicht. Ja, gut zu wissen. Guter Tipp auf jeden Fall. Okay. Das ist total hart, schlecht programmiert von Minecraft, aber es ist halt wieder ein schöner kleiner Glitch, den man ausnutzen kann. Ja, klar. Ach, du hast deine Kühe schon gezüchtet, ach Mist.
Ja, sorry. Wir bräuchten mal echt dringend Leder, haben wir, weil wir müssten mal so Oh ja. vor unserem Kistenraum so, haben wir uns gedacht, dass wir das Ganze so ein bisschen sortieren, indem man so, wie heißt, diese Bilderrahmen da macht, genau, ja, und da kann man dann schön zeigen, was in den Kisten drin ist, haben wir uns gedacht. Oh ja, das ist eine coole Idee. Ja, wie kommt man bei deiner Farm eigentlich wieder raus? Gibt's da einen Weg? Da ist ein Türchen irgendwo in der Mitte. Nicht? Ja, da Richtung. Ah, hier, ja. Ah, hier, stimmt, ja, na gut. Glaube, ich muss da mehrere Türen reinmachen. So. Bei Ja, mir hier ist war die das Allee, echt schön, ne? mit der Kuhfarm war die Idee eigentlich am Anfang so, yo, ich habe mein Schlafzimmer da gebaut und habe gedacht, ah, da passen Bücherregale rein. Lass mal schnell Bücherregal craften. Habe irgendwie so, was habe ich in meinem Inventar? 2,5 Säcke Blätter Leder. inzwischen in meinem Inventar mit mir rumschleppen. Und da ist mir eingefallen, oh, du brauchst Leder für Bücher jetzt. Ja, Aha. klasse, ne? Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann bauen wir eine Kuhfarm. Naja, nicht schlecht, ja. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Leder ist eigentlich wichtig, auch irgendwie. Wir Ja, bräuchten auch jetzt auch für. echt mal, Ja, ja. echt mal Leder. haben wir Leder. Haben Wie wir gesagt, eigentlich Papier? bedient Ja, euch. haben wir. Wie kann man nochmal. Ja, Wolle. Haben wir Wolle eigentlich ein bisschen? Scheren. Ja, Kannst du sie stimmt. Ja, aus? ich mach mal. Ich mach mal eine Weißt du, wie es Schere. geht? Ja, weiß ich schon, ne? Ich habe ja so ein bisschen gehört, dass ihr so ein bisschen die, ne, Minecraft-Unerfahren seid. Halt für ein Gerücht. Also nicht mehr unerfahren, sondern verlernt. Ich wusste gar nicht, dass man das Spiel verlernen kann. Wir haben es Ja, so ein echt bisschen verlernt, schon, ne? lustigerweise. Wir Echt so. haben. Ich wusste eigentlich mal eigentlich alles, was man craften kann, auf jeden Fall. Ja gut, es ist ja auch relativ viel neu dazu gekommen mit den Zäunen, war ich ja auch hart verwirrt mit der 1.8, die da so hart anders gecraftet werden plötzlich. Also, früher hat man ja Zäune so instant gecraftet mit den Sticks und jetzt Ja, braucht man da jetzt so ist eine das irgendwie komische mit Blöcken noch, ne? Holzkonstruktion. Genau. Aber immerhin hat man jetzt farbige Zäune. Farbige was? Farbige Zäune. Stimmt, Das ist ja. so einer der Dinge, wo ich gedacht habe, ja, nice to have, aber es gibt so viele Dinge, die wir schon so viel länger benötigen würden oder gerne hätten in Minecraft, die ihr noch Echt? nicht eingebaut Zum habt. Beispiel, ich finde es eigentlich schon ganz gut eigentlich inzwischen, also. Ja, zum Beispiel, was ich immer total vermisse, ist, man ist nicht in der Lage, wenn man jetzt ein hier einen Teppich legt, ne? Dann kann man Ich schäme mal den deine Schafe, ist nur. okay, ne? Ja, mach das. Okay, danke. Den Teppich kann man halt nur eins hoch legen und dann, wenn du den nächsten drüber stackt, dann fliegt der so komisch rum. Ich fände es schön, wenn die Teppiche wie Schnee gestackt werden könnten, dass man die so Stimmt, ja, das wäre echt cool, ja, eigentlich, ja. langsam hochstacken kann. Das hätte einfach wahnsinnig Vorteil, was dann roten Teppich angeht. Man könnte halt einfach eine Treppe mit einem roten Teppich bauen und müsste Ja, nicht wäre jede echt gut. zweite Stufe einen Halbstep machen. Wir müssen eigentlich bei uns auch noch Teppiche machen, eigentlich, oder? Bei unserem guten Haus. Oder, Domi, was machst du eigentlich gerade? Ich hole mir gerade so ein bisschen Zuckerrohr. Okay. Egal, wer dieses Zuckerrohrding da so hart angepflanzt hat, der Typ ist ein Held. Das wächst ja wie nix. Ja, stimmt Ja, das schon. stimmt. Funktioniert Ich weiß gar richtig nicht, wer das gut. angebaut hat, muss ich sagen. Ich auch nicht. Ja, ich glaube, das Ich verdiene mich war da einfach Jackie immer. oder so, glaube ich. Ja, ich auch, ja. Ich glaube so oft, dass Jackie war. Lass mal Okay. Jackie einen Wir haben ja Kuchen sogar machen auf eine seinem. Kuhfarm, eine Hühnerfarm im Speicher. Eine kleine. Also drei Ja. Hühner bis jetzt. Oh, habt ihr die Weißt du? mit so einem Dropper gemacht? Ja, einfach mit so einem Ei halt. Dann sind die da im Speicher gekommen. Oder was meinst du? Nein, es gibt so eine Möglichkeit, dass man, also normalerweise hat man, wenn man eine richtig blöde Hühnerfarm haben will, wo man nur an die Eier ran will und nicht an das Hühnerfleisch, hat man so ein Huhn in so einem Glaskasten unten und das steht auf dem Dropper drauf. Die ganzen Eier fallen halt in den Dropper rein, die Okay. es legt, und kommen dadurch dann automatisch in eine Kiste, die drunter dem Dropper steht. Ja klar, das kann man dazwischen machen, ja klar. Und das habe ich jetzt irgendwie so oft gesehen. Die sieht eigentlich total hässlich aus. Die hat noch keiner schön gebaut, die ich gesehen habe. Aber es machen halt voll viele. Habe ich jetzt Okay. Gold? Hab doch gerade Gold Wollen wir eigentlich geschmolzen. mal so Zimmer bauen, dass jeder so ein Zimmer hat bei unserem Haus irgendwie? Ich habe dein Bild geklaut, tut mir leid. Ist ja egal, ich hab 5 davon noch, aber wollen wir das irgendwie so ein bisschen einteilen hier so im ersten Stock? Also das. Jeder hat irgendwie so ein Zimmer, fände ich echt ganz cool, oder? Was denkst du? Ja, dann bräuchte ich halt Holz. Oder hast du Holz? Ich hab Holz, ja. Kannst du gerne haben. Hier. Ja, kann man gerne Ich baue mein Bett mal die ab. aufteilen. Wir müssen da, aber ich will eigentlich die Fenster nicht wegmachen. Man sieht gleich von außen ganz schön aus, so. Ja, dann machen wir es halt irgendwie so hier, so hier. Ja. Hier ist eine Wand rein, ja. Und dann? Ja, und Haben wir dann? ein großes Zimmer, ja. Eins schon mal. Und das zweite? Haben wir keinen Platz mehr. Nee, ich Dach weiß nicht. einfach, Das keine Ahnung. Dach? Ja. Hatten wir nicht einen öffentlichen Verzauberungstisch irgendwo rumstehen? Ja, beim Gottesreuteck. Eck. Im Haus, Aber oder? wo? Das Im ist nicht Keller einfach, öffentlich, ja. ja. Und? Ach, im Keller. Also richtig öffentlich, ja.
Richtig öffentlich, beim Gott zu der Ecke im Keller, Grunzi. Hat doch gesagt, er spendet gerne Starzüli. Oh Gott, ist der schwer zu finden. Echt? Ja, Also, ja, da muss man so komisch mit Wasser dann so rutschen, ne? Also, ist echt ein ey, bisschen das blöd. funktioniert einfach echt. Gerade mal eine Goldhacke reingelegt und wenn ich jetzt die andere reinlege, dann bleiben die da, tatsächlich. Okay. Ja, Was krass. sind das für Sachen? Sind die gut? Was soll noch? Ja, schon. Fortune 3 auf einer Hacke? Auf einer Axt? Was bringt das? Hä, was bringt mir Fortune auf einer Axt? Auf einer Axt. Dann kannst du. Hä? Gar nichts eigentlich. Holz, mehr Glück. Ich habe keine Ahnung. Bringt eigentlich überhaupt nichts, Mehr oder? Glück beim Holz abbauen. Ja, geil. Gut. Könnte doch gut sein. Aber Unbreaking ist nice. Unbreaking mag ich. Wollen hier vielleicht das Holz wegmachen, also dass wir keinen. Dass wir so also auch Bretter machen. Fände ich eigentlich schöner fast, oder? Was Ja. denkst du? Weil das passt irgendwie nicht so im Haus rein. Ja, stimmt, im Haus ist es echt nicht so geil. Das sieht man ja von außen ähnlich hier, bei denen jetzt. Ja, sieht schick aus, auf jeden Fall. Kann man machen. Ja, machen wir. Ja, wohnen wir einfach in einem Zimmer, das ist okay. Also, wir sind ja nicht so. Ach ja, Ne, ist ja doch so finde ich nicht groß hier, okay. ihr Finde ich versteht nicht euch okay. doch. Das sind ja Einzelbetten. Das geht schon. Wir können auch zwei Doppelbetten machen. Ne? Dann können wir nochmal Besucher hier reinholen. Die Wow, Anker ist jetzt auch auf dem wow, Server. Nee. wow. Wow, Okay, apropos Betten, wollt ihr schlafen gehen? Kann man schon Ja, machen, okay, ne? kann man machen. Der Hammer, nice, Boah, dann ich brauche könnten wir erst noch diesen. ein Bild in meinem Bett. Ich find's immer noch so schrecklich, dass Minecraft-Tage und Ja. Nächte gleich lang gehen. Echt? Ja, ist doch eigentlich normal so, oder? War Ja, nicht auch okay. so? Nee, Oder? Im Winter ist es was? schon so eigentlich, oder? Ja, gut, es kommt darauf an, wo man wohnt, aber es nervt absolut, weil die Nacht ist so lang und man kann in der so wenig machen. Aber das war's richtig, Mist. Wir haben so Bilder designt von uns selber, warte. Der Domi, der sieht so aus wie so ein Knäckebrot und ich so aus wie so ein Der sieht Roggenbrot. einfach richtig scheiße aus wie so ein Opa. Ja, ist so super. Genau, jetzt Sieht können wir echt hier ziemlich schlafen. bitter aus. Ja, Na, okay. ja, ist das ein schönes Bild hier zum Schlafen. Na ja, gut, wir sind im Bett, ne? Erstmal so ein After-Sex-Selfie Passt. oder was? Hä, nee, ist einfach nur so ein Bild von so einem Stück Brot. So ein Cartoon-Bild. Ja? Ich Ich glaube, ich mach's hab doch das dir im Let's verstanden. Play Ich glaube, anschauen. ich mach's doch andersrum. Warte. Oh, stimmt hier nicht. Hast du meine Bilder genommen? Ich habe jetzt keins mehr. Ja, doch eins. Glaube, ich verzauber jetzt auch mal eine Spitzhacke oder so. Warte mal. Muss sein. Also Mr. verzaubern ist schon Toast. nice. Also eine Goldspitzhacke brauche ich dann auch erstmal, ne? Ja, wenn du eine Spitzhacke verzaubern willst, kann ich dir jetzt leider nichts stellen. Du brauchst halt so ein, irgendeine Goldspitzhacke. Du brauchst es nicht, aber es ist halt nützlich, weil dann kriegst du halt bessere Verzauberung raus. Ja, Ich ich mach das meine, schon. wer will nicht bessere Verzauberung haben? Ja, Domi, hast du meine ganzen Bilder? Die verschwinden irgendwie alle. Ja, ich hab die. Ich leg sie dir unten hin. Ja, ich brauch die jetzt eigentlich gerade. Ja, okay. Gib sie mir. Danke. Du kannst gerne auch noch ein bisschen das Haus einrichten, ne? Das ist. Ja, mach ich gleich. Ja. Was machst du denn gerade, Light? Ich versuche gerade mein Dach zu bauen, werde von der Sonne geblendet dabei und ansonsten nichts. Okay. Ich bin mit meinem Dach komplett schon überfordert, weil ich Holzstämme in verschiedenen Richtungen platzieren muss und meine motorischen Fähigkeiten lassen sowas nicht zu. Ja, Die okay. sagen, nee, Lai, du bist zu dumm für sowas. Na dann, ist ja alles Ist ja gut. nicht so leicht. Sag mal, rennt ihr eigentlich auch immer mit so einem komplett überfüllten Inventar rum? Ja, so ziemlich, ne? Also ich bin Naja, letztens wir haben jetzt gestorben, ungefähr deswegen nicht mehr, aber. 30 Kisten im Keller, deswegen ist es auch ein bisschen besser geworden. Ja. Ja, okay, die sollte ich mir auch mal anfangen zu machen, aber ich habe einfach nur zwei Kisten vom Anfang und da ist einfach alles drin. Keine Ordnung, das ist Ja, total das war bei uns schlimm. am Anfang auch so. Wir haben auch in der letzten Folge das eigentlich dann, in den letzten beiden Folgen das gescheit gemacht. Wir bräuchten Ton, da könnten wir uns so eine schöne Vase aufstellen. Mach's manchmal. Oh, das ist auch sowas. Das ist total cool, dass sie das eingefügt haben mit Ja. den Vasen damals. Ich sammle mal Ton. Und da hat, wo gibt's Ton nochmal? Im Wasser, ne? Ich Wasser, weiß gar nicht ja. mal, wie man sowas macht, gemacht Oh, hat. apropos Ton, ich sollte vielleicht mal gucken, wie unsere Taverne aussieht. Muss ich ja mit God's Red Egg noch fertig machen. Da hat er bestimmt wieder dran gebaut, der Wie Schlingel. findet man eine schnelle Ton? Also ich finde dazu wenig. Gibt's da Am irgendwelche Tricks? besten im seichten Gewässer. Achso, nicht im Meer, ah, okay. Im Meer ist, also sagen wir so, im Meer kann es auch vorkommen, nur da ist halt scheiße, weil du siehst es schwer. What the Ja. fuck, was er alles eingerichtet hat? Er Echt? läuft. Krass, ey. Oh, er hat sogar so richtig geile Stühle hier eingerichtet. Also Nice. richtig geil, das ist eine richtig geile Idee mit so Treppen und so Türen, Treppen und
Doch, Treppen und Türen hinten dran. Ja, der Godstride, eigentlich spielt er eigentlich jeden Tag, ne? Eigentlich, oder? Also der nimmt ja Ja. nicht alles auf, aber. Der nimmt nicht Der alles ist schon auf, aber fleißig. spielt viel hier. Er hat getönte Scheiben reingebaut. Der Typ macht mich fertig. Er kriegt keinen scheiß Banner hin, aber er kriegt getönte Scheiben hin. Wie macht man die nochmal? Einfach. Kann man Scheiben färben, einfach so, oder mit Ja, ich Farbe? glaube mit einfach, also es geht nur mit, aus irgendeinem dummen Grund nur mit den Glasscheiben. Es geht nicht mit den Glasblöcken. Und da muss man, glaube ich, einfach nur Farbe dazu geben, dann sind die, glaube ich, getönt. Geil, dass man sowas machen kann. Und sehen dann halt auch komplett anders aus. Wenn du sie tönst, verbinden die sich nämlich. Und wenn du sie nicht tönst, dann verbinden sie sich nicht. Ah, hä, Also die okay. haben dann nicht diese hässlichen Ecken dran, die normalen Scheiben. Halt das nur bei meinem Texture Pack so, oder? Kann sein, ja. Es gibt ja irgendwie auch so Better Glass Mod oder so, glaube ich, oder? Kann das sein? Optifine macht durch dieses Connector Kann schon sein, ne? Habe ich jetzt gar nicht drin, aber braucht es auch nicht Okay, unbedingt, jetzt habe finde ich. ich Scheiße gebaut. Egal. Ich glaube, beim Vanilla Minecraft sieht man gar nicht keine Ecken am Glas. Okay. Ich sammle mal Pilze und Blumen. Da ist ein Hase, Pilze. cool. Den Hase bin ich gar nicht mehr. Wir müssen unbedingt, wollen wir echt zusammen mal die Nether-Festung finden? Hast du Lust noch, die Folge am Ende irgendwie so? Wie, ja, ich? Ja, Okay. hast du Lust, ja? Ja, wenn du sterben willst oder halt grundsätzlich deine Sachen verlieren willst oder keine Ahnung, auf Inkompetenz setzt. Klar. Nee, wir sind eh schon, Okay. ich bin eh schon letzte Folge gestorben. Das ist ja kein Problem. Ja, Okay, da war ich du hast dann ein halt alles bisschen an XP angepisst. verloren. Jetzt habe ich wieder 4 XP, geil. Ich bringe ein bisschen Ton mit. Was machst du gerade, Domi, so? Ja, ich wollte gerade irgendwie so einen Tisch bauen, aber man kann ja gar keine Pressure Plates bauen ohne normale Holz. Ja. Hä, wie willst denn du Treasure Plates bauen? Ja, also auf dem Tisch, man kann ja einen Tisch bauen, indem man einfach einen Zaun nimmt und dann oben so eine Ja. Druckplatte drauf. Aber Ja, die wird ja dann aber. nicht dunkel. Die wird ja dann nicht aus dem dunklen Holz Ah, Stimmt, ja, so. Ja, klar. wow, da haben sie auch mal wieder weit gedacht. Ja, das Sieht ist echt schade, irgendwie ne? nicht ganz so geil aus dann. ne? Ja. Ja, wow. Ja, bis jetzt haben wir eigentlich nur so Huhnfarmen. Wollen wir nicht mal andere Tiere irgendwie ansiedeln? Ganz schön unnütz. Ich töte das Huhn hier mal. Mach das. Hühner sind eh die nervigsten Tiere in ganz Minecraft. Ja, hier ist ein Schaf. Ich tu mal das Schaf in unser Gehege rein kurz. Also unsere Terrasse ist das eigentlich. Schafe fressen auch Ihr Weizen, oder? Ja, Gehege. klar. Ja. Ich glaube, die Peter muss mal wieder zugreifen hier. Ich glaube nicht, ne? Ey, das ist schrecklich schon, Godrail Egg mit seiner Ja, Massentierhaltungsfarm da ich finde es halt hinten. auch ein bisschen hässlich eigentlich, wenn man das so macht. Ich finde es eigentlich schöner, wenn die jeder sein eigenes Gehege haben. Ja, denke ich auch. Wie lange brauchen eigentlich Schafe, um zu schwimmen? Tieren zuliebe. Jetzt halt. Schafe wahrscheinlich nicht so lange. Bei Hühnchen musst du aufpassen. Hühnchen können seit der 1.8 nicht mehr schwimmen. Echt gar nicht mehr. Oh, okay. Also, sie können schon noch schwimmen, aber halt auf der Stelle und bewegen sich da nicht. Die sind so ein bisschen verbuggt. Also, ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber mir ist es jetzt schon oft aufgefallen. Wenn du ein Huhn ins Wasser schmeißt, dann bleibt es auf der Stelle und macht nichts mehr. Aber es geht nicht unter oder so, oder? Also ist ja noch Es okay geht dann. nicht unter, aber es bleibt halt auch an derselben Fleck. Alles klar, Also, okay. das ist ziemlich grenzdebil, sagen wir es mal so. Okay. Das ist halt Geht nicht euch so das ein Haus hier geiler hinten auch? Fortschritt. Wir müssen uns auch mal eine Küche noch einrichten, Domi, das müssen wir auch noch machen. Aber das muss ich auch Ich mal brenne hier machen. mal ein bisschen Ton. Und den brauche ich nochmal noch einen Feuertisch, einen Zaubertischraum eigentlich im Keller dann. Feuertischraum. Zaubertisch, ja. Feuertisch. Hast du Bücher und Feuertisch sowas? auch, ja. Hast du Bücherregale? Bücher habe ich nicht, nö. Aber wir haben einen Zaubertisch. Immerhin. Ist doch schon mal ein Anfang. Nützlich. Es gibt echt Boah, keine das ist. Schafe. Ah, doch, da ist Nee, ein das. graues Schaf. Nice. Es gibt auch rosene Schafe, gell? Ganz selten noch. Oder gibt's das noch? Gab's früher, glaube ich, mal. Du kannst sie ja einfach färben. Ja, aber Rosa. früher war das mal ganz Besonderes, wenn man so ein rosanes Schaf gefunden hat, das weiß ich noch. Okay, ja, Also, kann sein. ja, es war so 1 zu 1000 oder so die Chance, glaube ich. Ja, gut. Oder du hast es einfach gefärbt. Das Ja, war ja schon das immer gab's damals möglich. noch nicht. Das war echt ein Doch, doch, Highlight. doch, 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 das gab's damals schon. Nee. Doch. Weiß gar nicht, wie lange man schon Sachen einfärben kann. Seit man einfärben kann, gibt es auch verschiedenfarbige Schafe. Davor gab es die gar nicht. Echt jetzt? Ja. Weiß nicht, als ich Also ich angefangen weiß habe, nicht, bin ich gar wenn nicht ihr so. auf einer Konsolenversion gespielt habt, vielleicht war es da anders, aber auf der PC-Version war das schon immer so. Wann hast du denn angefangen mit Minecraft? Minecraft Alpha vor Halloween-Update, keine Ahnung, was das Echt, war. war krass, Alter. Etliche Jahre her. Alter, das Schaf folgt mir nicht. Was mache ich falsch? Ja, wir haben nämlich auch, Jetzt. ja, vor 3, 4 Jahren oder so haben wir auch angefangen, ja. Ich bin immer Ach, das war stolz auch noch in drauf, der weil ich Alpha Minecraft eben. nicht durch Gronkh entdeckt habe. Ich auch nicht sogar. Ich habe Minecraft durch einen Kumpel entdeckt. Ja, wir Was? beide eigentlich, ja. Ja, zusammen, ne? Kannst du Ja Stream zu? gut, ihr seid ja auch Real-Life-Kumpels, ne? Das Ja? eine, das ist ja irgendwie, Nee, man ist nee, ja ich hab's schon gar nicht durch daran. Domi entdeckt, durch einen anderen Kumpel. Also am Anfang fand ich Oh. sogar noch scheiße. Aber das glaube ich fand sogar fast jeder, oder?
Der Wirklich nicht. Ich Minecraft-Spiel. fand's am Anfang schon, boah, geil, geil, geil. Echt? Und dann Alles habe ich klar. irgendwann gedacht, oh Mann, ist dieses Spiel schlecht. Ich hab's bei so einem Typen gesehen, der hat echt einen Kack-PC, da hat das richtig hässlich ausgesehen einfach. Also wenn man einen guten Ja, PC hatte, stimmt. dann sieht's eigentlich auch ganz hübsch aus, aber. Früher musste man diese Texture Packs ja auch voll mühselig reinhauen. Also man hatte zwar diesen Texture Pack Ordner, aber es gab ja kaum Leute, die ja sich damit ausgekannt haben und da was gemacht haben. Und bis man dann im Internet mal nach einem Texture Pack gefunden hat, da gab es ja nicht diese ganzen Foren, die einen die vorschlagen und öffne das Texture Pack Ordner Knopf da. Du musst es da echt dich erstmal durchnavigieren. Ja, klar. Und dann ist dir Ja, aufgefallen, wir. was für eine scheiß Ordnerstruktur Minecraft eigentlich benutzt. Echt? Ja, Ja, Mann, ich du finde, es kannst geht schon. Minecraft nur auf deiner Hauptfestplatte, also auf deiner Windows-Festplatte. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber früher zumindest konntest du es nur auf deiner Hauptfestplatte speichern. Also wo Windows drauf ist, weil es sich immer in die Nutzerdaten reingesetzt hat. Also so, da kommen eigentlich nur so ganz, ganz übles Zeug rein, was man auf keinen Fall verlieren darf oder will oder sollte. Und dann kommt da Minecraft rein. Das ist das einzige Spiel, was ich bisher gesehen habe, was sich da mit den Spieldaten reingesetzt hat. Okay. Ja, Mann. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber dann geht's eigentlich schon. Wie findest du das, Ja. Domi, mit dem Tisch hier und der Blume? Der Tisch ist vielleicht ein bisschen hässlich, oder? Doch, mach ihn fast aus anderem Holz lieber, oder? Ich finde es eigentlich schon okay, kann man machen. Ja, ich find's nicht so gut, wenn man immer dasselbe Holz benutzt hier. Also Leute, wir haben noch 9 Minuten. Wenn ihr noch in den Nether wollt, dann solltet ihr Ach jetzt so, gehen. ja. Ja, dann machen wir es jetzt schnell noch, oder? Ja, ich würde eigentlich lieber weiterbauen, das ist doch eigentlich. Ist das okay? Was willst du noch machen, überhaupt? Keine Ahnung, einrichten, wir haben ja noch nichts geschafft eigentlich. Oder hast, denkst du? Ich weiß noch gar nicht, was man noch einrichten könnte. Ja, eine Küche zum Beispiel. Also. Du Ist bist ja halt nicht auch so schwer geil. zu designen, ne? Bücherregale würde ich auch noch machen, eigentlich. Also, da brauche ich nur noch Leder, ne? Also wenn ihr Ideen für eine Küche braucht, guckt mal in die Taverne. Gospel Egg hat da verdammt viele coole Ideen reingebaut. Cool. Da hat er echt sich Mühe gegeben. Krasse Sache. Der Arsch. Wir müssen gleich mal offscreen irgendwie so die ganzen Sachen mal so ein bisschen sortieren, das ist echt schlimm. Oh ja, ich müsste auch mal offscreen anfangen zu spielen, aber ich Ich bin dann finde immer da so, gar nichts drin. ich möchte meinen Zuschauern halt auch irgendwie alles zeigen, was ich mache. Das gehört irgendwie für mich zu diesem Projekt dazu. Ja, Ich finde ich auch, meine, ja. selber auf dem Server zocken, ohne den Leuten es zu zeigen, das ist halt so, Ja, okay, das kann ich aber. ja auch so machen und dann ab und zu mal so einen Durchschnitt, sowas zeigen, was ich dann mal erreicht habe. Das kann ich ja auf einem anderen Server dann auch machen, aber auf diesem Unity-Bild, da hat ja jeder bisher alles miterlebt und dann möchte ich das auch beibehalten. Ja, finde ich auch cool. Also ich finde auch so rumschneiden eigentlich nicht so gut. Also. Ich habe auch mal die Nerviger Zuschauer riecht gefragt, es die waren eigentlich damit auch schon eher aus. dafür, dass man möglichst wenig ausschneide. Also von daher machen wir das auch nicht. Also außer vielleicht Kisten sortieren. Also da kann Ja ich mir gut, vorstellen, dass also es das echt werde ich keine. wahrscheinlich auch mal machen, dass ich da einfach mal sage, jo, die Leute heute nur eine 20-Minuten Folge, die restlichen 10 Minuten Ja, Kisten sortieren. genau. Alter, die ist ja richtig cool, die Taverne. Mit den Gell? Türen an den Stühlen, damit es so aussieht, als wären das so Ja, Rückenlehnen. das ist total cool. Das habe ich zwar schon mal irgendwo gesehen gehabt, aber ich habe das total verdrängt. Das ist so eine Technik, die verwendet kaum einer. Stimmt, ja. Also, das ist wahnsinnig gut gelungen, muss man schon sagen. Ist halt drauf, ne? Gott sei Dank. Ja, also was Innenarchitektur hat das schon drauf. Er ist halt ein Arschloch, aber sonst. Findest du? Nein, natürlich nicht, aber ich darf das Der sagen. Ich war darf gut, der war sagen. gut. Ja, willst du vielleicht schon den Eingang zum Keller machen, Dom? Du hast gerade nichts zu Er tun, wird eh meine Folge gucken und mich ne? Ich bin gerade in wieder haten. Taverne, aber ich komme gleich Wir rüber. müssen mal ein bisschen was erreichen. Letzte Folge war schon so unergiebig. Ne, ist echt so. Ja, das Wir sind die ganze Zeit, glaube ich, kenne ich in der Hölle rumgerannt, haben aber nichts gemacht. aber. Wir haben Ich bin halt am Schluss diese noch scheiß gestorben. Festung nicht gefunden. Was wollten ihr in der Festung Blazes? Ja, genau, ja. Also Jo. wir wollten mal brauen und so langsam, aber leider nicht. Ich würde Hat's nicht gerne geklappt. Mycelium Ist ein finden. bisschen ein Weg, der stört, findest du nicht? Da kommt man nicht so gut in den Um. Speicher hoch. Ich mach das lieber an den Rand, wenn's okay ist, Dummy. Was? Ich hab dir gar nicht zugehört. Den Tisch, ich tu den lieber ein bisschen Ach an den so, Rand. ja, klar, mach wie du möchtest. Ja. Hier den Kellereingang, wie könnte man den denn verbessern? Ja, einfach so geheim mit so einem Bild halt, ne? Ich kann dir gerne ein Bild geben. Also, hätte ich gedacht, oder? Oder nur die Insider Willst du das reinkommen. denn geheim mit einem Bild machen? Dass man, ja, du kennst dich doch ein bisschen aus, komm. Dass man da so ein Bild macht und hinter dem Bild ist dann der Kellereingang, so dass man da durchgehen kann. Da müsst ihr aber erst das Bild machen und dann von hinten euch reinbuddeln, ne? Okay, ja klar. Nee, es geht auch so, glaube ich, oder? Nee, ihr könnt, also du kannst, das Bild wird sich nicht über eine Lücke legen. Du kannst nur die Lücke nachträglich erschaffen am Bild, dann funktioniert das. Okay. Ja, ich kann dir gerne das Außer. Bild, ich kann dir ein Bild geben, dann, wenn du magst. Ja, ich hoffe, ich krieg das hin. Habt ihr schon mal Mycelium gefunden?
Was gefunden? Also allgemein in Minecraft. Ich habe das nämlich noch nie gefunden, abseits Ach von so, Creative. Myzel oder wie das heißt. Mycelium. Also ich glaube, es das heißt Mycelium. So nenne ich es immer. Ich kann es als Myzel. Ja, nee, ich Myzel. habe noch nicht gefunden. Myzel. Ich hätte das Wir wahnsinnig bräuchten gern einen Bart. mit Pilzen kann man nämlich diese Unsichtbarkeitstränke machen, die ich wahnsinnig feier. Aber eben, man braucht dafür halt die Pilze und ich bin da so ein Mensch, wenn ich dann weiß, dass ich nur so eine begrenzte Anzahl von Pilzen habe, Wo ist mein dann will Bild? ich die nicht verwenden. Bild ist weg. Ja, das verschwindet manchmal ein bisschen. Das müssen, da geht's, also es ist ein bisschen buggy mit den Bildern. Ohne Warte, Witz. ich würde es fast anders machen. Ich würde fast hinter dem Haus so einen Baum pflanzen. Das ist dann wirklich richtig geheim ist. Warte, ich mach's mal. Und das dann, dass man dann praktisch gar nicht merkt, dass da irgendwas ist. Das ist einfach, denkt man, man denkt, das ist die Hauswand. Aber in dem Baum ist dann irgendwie die Leiter oder so, kann man noch machen, ne? Dem Baum ist die Leiter, okay. Ja, genau. Ja. Ich pflanze jetzt hier mal so einen fetten Baum. Ich Wie möchte mit. geheim, dass ihr das in meiner Folge erwähnt. Richtig geheim, ja. Ja. Ja, im Endeffekt ist ja nichts geheim, aber Ja, für die stimmt. Leute, die es halt nicht schauen und so. Also für die Leute, die sich nicht interessieren für dieses Projekt, die werden diese Treppe auch nie finden. Ja, genau, also. Nee. Nee, aber es ist ja schon cool, so verborgene Geheimgänge Ja, haben. Immerhin ist genau. ja auch so ein bisschen, ne, bisschen durch diese Wächst hier überhaupt ein Vorgabe, Baum? was für einen Stil wir bauen, auch so ein gewisses Thema vorgegeben. Und das passt ja, hölzern, rustikal und Geheimgänge passen ja immerhin nicht immer Ich habe ganz jetzt, glaube gut ich, 10 zusammen. Knochen verschwendet. Das wächst ja gar nicht. Das macht man falsch. Ich glaube, es ist zu nah Kennst du dich ineinander. da Ich glaube, das aus? ist zu nah am Haus. Wahrscheinlich. Müssen wir den so bauen, den Baum? Aus richtigem Holz. Kann das sein? Meinst du, gefaked Ja. bauen? Also so. Wirklich? Ich habe jetzt nicht so viel Holz da. Ich auch nicht. Ja, müsst doch jetzt Holz fällen gehen, oder? Eigentlich noch kurz. Ja, kann ich noch machen. Aber die Zeit ist halt echt schon wieder bald vorbei, ne? Das ist so, ne. Also ich habe noch 3 Minuten. Okay. Oh. Ah, du stoppst die Uhr, das ist ja professionell. Nicht schlecht. Ich stopp nicht die Uhr, ich mach slash go gerade. Ach so, ja klar. Hash, So. go go my counter. Ja, das haben wir auch schon mal gemacht, ne? Das weiß ich auch nur, weil mir Gott weiß Eck das irgendwie 3-mal erklären musste. Dieser Scheißbefehl ist so unhandlich. Wo es, glaube ich, Also auch so, dass eigentlich ist er er schon nicht vorher erklärt hat. unhandlich, er ist nur ungewohnt, weil wer denkt denn daran, dass das Plugin GoGo heißt? Baue gerade so einen Baum ab, einfach fällt durch den Baum oben so ein Schaf durch. Doch gut. Ja. Boah, ich hab's schon wieder in der vollsten Inventar mit irgendeinem Müll, ey. Warte. Andesit? Ich dachte, das wäre Stein. Ihr braucht ein Andesit. Oh, das ist so eine nervige Sache. Du kannst aus dem auch nichts herstellen, außer Dekoration, und für Dekoration ist es viel zu hässlich. Ja, polierte Andesit, ne? Oder? Ja, das ist bei Andesite geht es sogar noch, dieser komische rote Stein, der ist einfach nur noch hässlich. Da haben sie so gedacht, oh, jetzt machen wir eins auf Modded Minecraft, mit den. Bei Modded Minecraft gibt es doch diese Extreme Hill, also Extreme Hill Biome da. Weiß nicht, ob ihr die kennt, bei Tekkit und so sind die öfters Ja, dabei. kenne ich, ja. Nee, also ich kenne Und Extreme Hills, aber sonst kenne ich. ja, also das ist dieser komische rote Stein auch dabei und der sieht eigentlich irgendwie 1000-mal besser aus, als der den jetzt Minecraft da reingebaut hat. Okay. Und da haben die, glaube ich, gedacht, wir machen eins auf das und das hat nicht funktioniert. Ich muss mal unsere Öfen abbauen. Ja, das müssen wir eh nochmal neu machen mit den Öfen, glaube ich. Also einrichten dauert auch irgendwie seine Zeit, das denkt man gar nicht. Oh ja, das ist so. Ah, total krass. Wie gesagt, ich habe bis alle meine Folgen Minecraft damit verbracht, hier einzurichten, mein Haus eigentlich. Bis auf eine. Da bin ich nur mal farmen gegangen. Ich bin in einer Folge runter und wieder hoch. Und das war alles, was ich bisher in Unity Build überhaupt gemacht habe an Rohstoffen sammeln. Den Rest habe ich Viel nur mit Spaß. Einrichten verbracht. Okay. Ja, Haben wir Einrichtung da schon ein ist auch bisschen das mehr Wichtigste gemacht? eigentlich. Jetzt braucht man nur noch, dass man hier so ein großes Bild kriegt. Oh. Hehe. Ach so, wir werden gekickt. Mann. Ich Das wollte ist nicht. voll gemein, da steht eine Falschansage. Da heißt es gekickt, aber wir werden gebannt. Echt? Naja, du kommst ja nicht mehr auf den Server. Uiuiui, da habe ich ein geiles Bild. Das ist perfekt eigentlich. Echt? Ja, das ist so ein schönes Ja? Dörfbild. Oh, scheiße, ich habe kein Bild. Ah, ich muss noch schnell ein Bild von Kein meinem Dach Bild. Jetzt muss man nur noch geschlossen von machen, sonst hinten habe ich dann. kein Thumbnail-Bild. Das habe ich übrigens gemalt, Leute, wen es interessiert. Richtig schön, ich war. Ja gut, dann. Schön, dass du dabei warst, Light. Ja, hat mich sehr gefreut, auf Ja, jeden mich auch. Fall. Wir müssen auf jeden Fall öfter aufnehmen. Finde ich Jo. auch. Ja. Ja, Ist immer war eine gute Spaß hier mit Folge. mehreren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Minecraft Unity Build, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name Bis ist Light. dann. Over and out.